Ja, Fans. Müsste aber jetzt einiges an Fans geben, auf jeden Fall. Oder auch. Na doch. Ui, 20.000. Ja, okay. Am Ende brauchen wir bestimmt 200.000, um irgendwie was Neues mal zu machen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Wenn du deine Garage füllen möchtest, behalte die Fahrzeug-Challenges im Auge. Oh, wir haben halt nichts Neues hier. Ausscheidung. Ja, ich kriege hier auch keine neuen Einladungen. Dann machen wir nochmal die Ausscheidung. Dann sind wir noch Vierter geworden. Vielleicht merkt man jetzt einen Unterschied zu davor. Ich nehme jetzt nochmal das Auto. Jetzt langsam habe ich mich drauf eingefahren. Da freue ich mich ja dann schon auf die Stufe 3 Autos, weil dann muss ich mich total umgewöhnen. Wobei ich mich trotzdem drauf freue, weil die Autos werden auch immer schneller. Auch immer edler. So, ab geht's. So, ab geht's. Guter Start auf jeden Fall schon mal. Aber der beschleunigt ja doch richtig nice. Also mit dem kann man sich am Anfang gut, viel gut machen. Also das Feld ist auf jeden Fall, ich bin im vorderen Feld schon mal drin. Es läuft besser als, wo wir das letzte Mal gefahren sind. Das war ja schon wieder ein bisschen her. Weiß ich nicht. Probier's es nochmal. Viel besser. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zum Erster. So. Und das muss ich jetzt noch halten. Und Erster ist natürlich mit Abstand besser als Vierer. Ah, dann Wies. So, gleich eine harte Linkskurve. Ja, haben wir zu früh. Sind zu früh aus dem Drift rausgegangen. Aber sieht erstmal ganz gut aus. Ah, sowas ist scheiße. Unnötig vor allem. Naja, fehlt halt rechts die Tür. Solange es erstmal meine Geschwindigkeit nicht beeinflusst, ist noch nicht ganz so schlimm. Fünfter, immer safe. Also sehen wir mal den Fahrer in voller Montur, ist natürlich auch cool. Eieiei, der kommt gefährlich nah vom Sound her. Muss aufpassen. Okay, also sind schon mal definitiv genauso gut wie das letzte Mal. Aber ich will jetzt hier schon Erster werden, ganz ehrlich. Muss ein bisschen gucken, dass notfalls, wenn er zu nah rankommt, sich auch ein bisschen behindern kann. Alter. Nein, kommst du nicht vorbei, mein Bruder. Das war knapp gewesen. Ah, er macht jetzt ganz schön Druck. Diesmal haben wir sie besser genommen. So. Jetzt noch einmal 15 Sekunden. Oh, 20, okay. Das war knapp gewesen. Nicht so schlimm. Ah, das schaffen wir. Okay, nice, Erster. Richtig cool. Sieger. Ja, ich gehe immer gerne als Sieger vom Platz. Oder von der Straße. Erfüllte Ziele 0. Mhm. Was kriegt man jetzt? Okay. Also 200.000 haben wir immer noch nicht. Ich weiß nicht, was wir brauchen, um was Neues freizuschalten. Du musst das Auto wählen, in dem du die Rennen bestreiten möchtest. Okay, das scheint also doch ein Fortschritt zu sein. Tja, Mercedes-Benz oder BMW? Topspeed ist ziemlich identisch. Beschleunigung ist bei Mercedes besser. Leistung auch. Gewicht, der Mercedes wiegt auch ein bisschen mehr. Ich würde den Mercedes nehmen hier. Machen wir mal. Ja. Okay, du kannst das Auto sofort nutzen. Okay, Hochpilot. Gutes Rennen. Danke. Ich habe ein Rennen mit einem neuen Club arrangiert. Er heißt Eurorand. Die Mitglieder sind Tourenwagen-Spezialisten. Wir haben also die Chance, einen echten Star für uns zu gewinnen.
Okay, ich würde gerne mal das Muster mal noch ein anderes raussuchen. Die Farben würde ich so lassen wollen. Aber so just for fun. Eigentlich irgendwie anpassen. Muster. Alter, da gab es eine andere coole. Gucken wir mal, das sieht so aus. Ah, die Werbung. Oh, das ist auch stylisch. Das hat auch Stil hier mit dem Dino. Ja, was heißt Stil? Ja, aber... Sieht halt alles recht cool aus, so. Hässlich, okay, das ist hässlich. Ja, ich glaube fast, ich nehme jetzt einfach mal Just for Fun das mit dem Dino. Ja, machen wir mal. Fertig. Auf alle Fahrzeuge anwenden noch bitte, ja. So. Okay, weiter geht's. Karriere. Ja, machen wir mal das hier. Du musst Callum Kirkwood beeindrucken. Okay. Wenn du ihm beweisen kannst, dass du es drauf hast, wirst du bestimmt erneut eingeladen. Machen wir mal. Mit Mercedes jetzt oder welchem Auto? Ja, okay, cool. Bin ich immer gespannt. Bin ich ja mal gespannt jetzt hier. Längster trifft ist wahrscheinlich immer noch 165. Ja, wir müssen irgendwann mal die 200 schaffen. Aber ich hab's jetzt auch nie drauf angelegt. Bei Eurorand sind nicht gerade durchschnittliche Straßenfahrer unterwegs. Zeig ihnen, dass das auch für dich gilt. Alter, sieht das aus. Weiß ich nicht, was ich jetzt davon halten soll. Extrem viel Erfahrung. Sieh zu, dass du die Jungs überraschen kannst. Ich gebe mir Mühe. Also bei dem Mercedes sieht das jetzt. Alter. Bei dem Mercedes sieht es jetzt nicht so cool aus mit dem Pink. So, was haben wir irgendwie noch bekommen? Scheiße, jetzt mache ich es nochmal. Weil wenn ich einmal das vordere Feld verloren habe, dann kommst du halt kaum noch hinterher, das ist das Problem. Och, was mache ich denn? Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Ganz ehrlich, Leute. Aber okay, so schlimm war es jetzt auch nicht. Wir haben jetzt zwar irgendwie 3 Wiederholungen rausgehauen in 5 Sekunden, aber ja gut. Sind dafür schon mal Dritter. Das Auto fährt sich aber komplett anders. Liegt halt komplett anders auf der Straße. Ist doch gleich wieder eine harte Kurve. So, auf jeden Fall sehen wir die Leute vor uns noch. Da kommt sie. Wir haben wenigstens noch 3 Runden Zeit. Das gefällt mir schon mal. Okay, das war doof. Ich dachte, ich könnte irgendwie das Auto als Bande benutzen, aber dann habe ich halt den Zaun als Bande erwischt, was nicht so gut ist. Ah, oh, wirklich? Und ich muss die Unfälle mal länger laufen lassen. Ich versuche es mir anzugewöhnen. Okay, ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher hier. Ich habe keine Wiederholung mehr. Bin aber auch selbst schuld dran. 2 Runden zu fahren. Komm, den... Ah! Ah, den haben wir doch jetzt. Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Und jetzt habe ich keine Wiederholung mehr. Scheiße. Das war scheiße. Ich war mir so sicher, dass ich den jetzt hab. Okay, die Kurve haben wir ganz gut genommen. Jetzt doch, müssen wir den irgendwie mal kriegen hier. Komm. Sehr gut, das ist Platz 2. Ja. Bin ich zu sehr vom Gras gegangen jetzt bei der Kurve. Letzte Runde. Wenn du noch einen Platz gut machst, gehört dir der Sieg. Ich probier es, aber der ist halt schon wieder gut weit weg hier. Wird schwierig. Ich bin auch mit dem zweiten zufrieden, so wie es hier abläuft. Ich bin ja froh, wenn ich jetzt ins Ziel komme. Darf halt keinen Fehler mehr machen, zumindest keinen großen. Ja, da war es gut, dass ich mal gebremst habe, sonst hat man die Kurve nicht ordentlich bekommen. Hui. Ja.
ist doch, dann kriegt man nicht mehr. Ja, das, bei der Kurve bin ich immer zu vorsichtig. Da hat mir ja vom Leib hier. So. Ja, zweiter ist okay. Aber im Durchschnitt habe ich das Gefühl, dass es von Platzierung jetzt immer besser wird. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Klasse Leistung, Junge. Danke. Bei Eurorand fahren absolute. Zweiter. So, jetzt haben wir aber bestimmt über 200.000. Ich will es hoffen. Ja. Nice. Dann mal gucken, ob jetzt irgendwas passiert. Du warst so überzeugend, dass Eurorand dich erneut eingeladen hat. Okay. Beeindrucke sie weiterhin. Dann können wir sie sicher für die BSR verpflichten. Was haben wir jetzt hier für eine Strecke? Oh, schon wieder Barcelona. Was haben wir hier? Paris. Ah, was ist das? Gut, das hier. Ja, mal gucken. Sind das jetzt dann wie exakt die gleichen Strecken, die wir die ganze Zeit schon gefahren sind? Wenn ja, dann finde ich das echt nicht gut. Also dann hätten sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können. Wobei, der Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt so langsam die Strecken kennenlerne. Und sie halt auch optimaler fahren kann und so. Ja, aber ich würde dann noch gerne mal Asien sehen. Ich würde echt gerne mal Asien sehen dann. Schauen wir mal. Ja, war jetzt nicht ganz so gut der Start. Man muss halt am Anfang gucken, dass man so kurz vor dem Roten ist, also dass er nicht überdreht sozusagen. Mit dem VW hat das vorhin ganz gut geklappt, da war ich auch direkt ziemlich weit vorne im Feld dann. So, jetzt hier nicht aufhalten lassen. Eieiei. War nicht so schlimm. Wir müssen ja echt gucken, dass man mal schnell Vierter oder Dritter wird erstmal. Möglichst am Anfang. So, und das werden wir hiermit auch. Ah, die Lackierung geht tatsächlich gar nicht bei dem Mercedes. Beim VW sah es besser aus. Weiß nicht, ob Pink zu VW besser passt, aber. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, aber ich bin der Meinung, dass wir die Kurve besser nehmen. Ja, ist egal. So, hier kommt gleich wieder eine sehr starke Kurve. Ja, da habe ich viel. Oh, so schlecht, so schlecht. Da hätte ich jetzt wiederholen sollen. Aber ich will es jetzt nicht. Ich will es nicht ständig machen. Ja, komm, komm, komm. Ja, das war ja super. Ach egal, da wären wir jetzt halt Dritter. Passt schon. Ich lasse hier keinen mehr vorbei. Ja, komm. So, Dritten haben wir verteidigt. Gleich wird die starke Kurve. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen. Ah, ne, ist okay. Aber optimal ist das halt lange noch nicht, was ich hier mache. Ja. Ja, die müssten halt dann echt, hätten dann wenigstens was einführen sollen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich glaube aber nicht, dass man, desto weniger Wiederholungen man benutzt, dass man dann halt zum Beispiel mehr Fans bekommt oder so, wisst ihr? Das hätte mir besser gefallen. Weil dann ist man halt auch automatisch motiviert, die nicht unbedingt aufzubrauchen. Und spart die sich auch mal hier auf oder so. Ah. Da muss ich immer noch versuchen, da nicht ganz so stark einzulenken, dass ich da stabil auf der Straße bleibe. Ui, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, hatten wir mal wieder einen Unfall. Totalschaden. Gesamtschaden 82%, das hat man schon schlimmer. Also machen wir von hier weiter. So, das war okay. Hängt jetzt trotzdem noch ganz schön am Arsch.
Das war auch gut. Ah, das war nicht so toll. Also ja schon die letzte Runde, hm? Okay, dritter ist in Ordnung. Passt. Kann ich mitleben auf jeden Fall. Ja, dass wir erfüllte Ziele immer null haben, das verstehe ich auch nicht so ganz. Na, Fans gibt es ja trotzdem ganz ordentlich. Alles klar, Leute, dann würde ich trotzdem sagen, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Es ist schon spät und ich bin müde und das Autofahren ja nicht so gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder am Start seid. Haut rein, ciao.